Hallo ihr Lieben, die Käthe wieder hier, deine Handarbeitstrolli. Es ist zwar spät, die Beleuchtung nicht ganz so toll, aber ich war neugierig. Ich habe endlich nach fast einem Monat meine Black Friday Bestellung bekommen. Das ist das Paket, so kam es ja an. Ist jetzt von der Verpackung jetzt nicht ganz so ideal. Aber gut, ich hoffe, die jetzt besser als das Paket hier. Ich habe es wahrscheinlich schon in die Beschreibung geschrieben, um was es sich handelt. Und spätestens jetzt kannst du es auch lesen. Ich war schon immer super neugierig, wie diese kleinen, klitzekleinen Diamond Painting Sets denn so aussehen. Und zwar von Paint Gem. Da habe ich, oha, hier ist ein bisschen eingedöst, mir drei Sets bestellt. Kurzer Hinweis dazu, natürlich sind die Infos zu dem Shop in der Infobox. Folgendes ist dabei zu beachten, du musst da Einfuhrumsatzsteuer bezahlen. Ich habe jetzt bei der Black Friday Aktion, da gab es einmal 15% Rabatt auf die Kits und habe jetzt 3,50 Euro Einfuhr. Warte mal, nicht, dass ich dir was Falsches erzähle. So, ich zeige es dir. Also, Einfuhrabgaben 3,58 Euro, Auslagegebühr der Post sind 6 Euro, heißt, es kam nochmal 9,50 Euro drauf, ja, zu der Bestellung. So, das musst du da bitte beachten. Ansonsten war der Versand kostenfrei für die drei Kids. Und du siehst schon, ich habe mir einmal das Museum-Kit bestellt, die Gothic-Edition und einmal die Mystery-Edition. Und aha, also wenn du das Ganze umdrehst, dann siehst du einmal die ganzen Designs. Ich fange mal hier mit der Museums-Edition an. Finde ich ganz süß, dass man mal so bunt durch die Künstlerwelt halt so kleine Sachen hat und nicht gleich immer riesige. Mini-Pixel-Art ist sowieso, also ich finde es super, ich finde es süß. Ja, dann durfte halt auch etwas Dunkelbuntes bei mir nicht fehlen. Dementsprechend halt auch die Gothic-Edition. Und ja, also ich weiß nicht, was sich hinter allen verbirgt. Auf jeden Fall wusste ich von einem und deswegen habe ich es eigentlich auch gekauft. Und zwar hinter einem Mystery-Bild verbirgt sich Marilyn Monroe und nach wie vor finde ich eine der schönsten Frauen der Welt, die es gab. Von daher durfte das nicht fehlen, ganz unabhängig von dem, was jetzt hier sonst noch mit dabei ist. Okay, also die Verpackung, mal abgesehen, dass eine Packung eingedüllt ist, macht, aha, guck mal, hier noch ein Step by Step. Ein Schritt-für-Schritt-Anleitung kannst du dir dann also angucken, wie das Ganze funktioniert. Aber was ich sagen wollte, die Box macht auf jeden Fall erstmal einen sehr soliden, sehr stabilen Eindruck. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn du es öffnest. Beschriftete Tüte mit deinen Steinchen und es sind Harzsteine, ne? Also so vom ersten und ich glaube auch vom zweiten Blick. Ich guck mal kurz neben die Kamera. Durch den Sucher sehe ich es nicht.
Aber ich drehe und wende und sehe jetzt hier hinten außer den glatten Rücken keine Pünktchen, die jetzt sagen würden, das ist Acryl. Also auch vom Gewicht her würde ich sagen, dass das Harzsteine sind. Die sind immer ein bisschen schwerer als Acrylsteinchen. Und ja, gucken wir mal, was hier in den Düsseln Baumwollstoffbeutel, was hier drin ist. Ja, schüttel. Also hast einen ganz normalen Aufsetzerstift mit Griffi dazu. Hast, obwohl ich denke nicht, oder ich nicht denke, dass man die überhaupt braucht, die Multi-Aufsetzer, den Dreier. Die Breiten nutze ich sowieso nicht. Und keine Ahnung, welcher das jetzt ist, aber hey, die Dinge sind klein, was soll ich damit, Multi-Aufsetzer? Aber kann man ja wiederverwenden. Dann hast du eine Pinzette hier mit drin aus Kunststoff. Ja, nee, stell ruhig nicht scharf. Ist ja nicht nötig. Warte mal. Ich touche aufs Display. Dem Display ist das egal. Ach nee, gucke. Würde ich jetzt nicht für Diamond Painting nutzen. Also dafür ist er mir zu instabil. Aber könnte man gut zum Gärtner nehmen, ne? Wenn du pikierst oder so. Könnte ich mir gut vorstellen. Dann hast du eine Dose mit einer Wachsplatte. Reicht ja natürlich völlig aus. Man muss ja nicht alles bis oben hin füllen. Ist ja nur unnötig Müll letzten Endes, wenn du es nicht brauchst. Dann hast du ein ganz normales kleines Bötchen mit Schnäbelchen vorne. Ja. Und was ich hier, guck, die kommen nochmal einzeln eingepackt. Was ich hier auf jeden Fall schon mal ganz schön finde, du hast hier einen Aufkleberzettel, auch wieder mit, ich nehme mal hier, wo keine Zahlen draufstehen, mit vorperforierten Zettelchen sozusagen. Deine Symbole, dahinter deine DMC-Nummer. Das ist doch ganz gut. Was steht denn eigentlich auf den Tüten immer drauf? Okay. Hier hinten steht dann die DMC-Nummer drauf und die Grammanzahl. Okay. Und jetzt wollen wir hier mal reingucken. So, jetzt packe ich das hier mal weg, dass du hier und dich da rein, dass du nicht ständig auf den Hintergrund fokussieren willst. Und die stelle ich hier mal so hoch kann. So. Okay, also auch das macht einen schönen Eindruck, dass es nicht so irgendwie die einzelnen kleinen Bildchen da so rumflattern in dem Paket. Auch hier nochmal der QR-Code für die Schritt-für-Schritt-Anleitung. Tipps und Tricks. Ach, ein 10er ist es. Okay, 10er Multi-Aufsetzer. Aufkleberzettel. Okay. Auch der Hinweis, wenn du zwischendurch mal aufhörst mit dem Bildchen, pack wieder den klaren Film drauf, also die Plastikfolie drauf, dass die eben der Kleber nicht aushärtet. Ach ja, guck mal, wenn du so aktive Hilfe brauchst oder reaktive Hilfe, kannst du auch dann mit denen chatten. Und Schritt-für-Schritt-Anleitung hier. Ist natürlich in Englisch, aber ich sag mal, es ist ja einfaches Englisch, selbst wenn du noch nie Diamond Painting betrieben hast. Ansonsten kannst du immer dir den Google-Übersetzer zu Hilfe nehmen. Das sieht schon wertig aus, ne? Wenn man das so sieht. Was du halt alles drin hast. Die Mini-Leinwände, alles. Alles nochmal erklärt und halt wie gesagt hier an den Seiten die Schritt-für-Schritt-Anleitung. Also, Na guck mal, und da ist er auch schon. Also man erkennt es, ja. Wer sie kennt, erkennt sie auch. Marilyn Monroe. Na, dadurch, dass es Mystery ist, ist es natürlich schwarz-weiß gedruckt. Druck, gucke hier. Also finde ich super stark. Was du hier auch siehst, die Leinwand, die glitzert halt so ein bisschen.
Die ist nicht flauschig, also das ist halt wirklich, ne, Kunststoff. Hier unten haben wir auch noch mal Bildnummerierung. Und jetzt will ich mal gucken. Wir hatten ja soweit erstmal hier Siglos Buchstaben. Auf dem Bild habe ich hier, doch hier habe ich Sterne und da oben Schirm. Da ist der Schirm, da ist der Stern. Okay. WLAN-Zeichen. Ja, also ich denke, von der Klarheit kann man jetzt nichts sagen. Ja. Oh, das sieht nach Big Ben aus. Wenn man das so hält, war Big Ben dahinter das Riesenrad, also quasi London. Oh, siehst du das? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Was auch immer das sein soll, vielleicht ein Planet, ich weiß es nicht. Und das könnte tatsächlich hier so eine super Quatsch hier ein Meteorit sein. Nochmal inner oder ich weiß es nicht. Wollte mich überraschen lassen. Das kann ich gar nicht erkennen. Wüsste ich jetzt nicht. Genauso wenig wie das. Keine Ahnung. Puh. Sehe ich jetzt so auch nicht. Muss ich später gucken. Vielleicht sehe ich es auf dem Video. Das kennt man, die zerlaufenden Uhren. Also hätte ich jetzt sonst auch nicht erkannt, aber ich sag mal, die zerlaufenden Uhren, die kennt, glaube jeder. Das müsste ein Bildnis von Van Gogh sein. Vielleicht, eventuell. Ja, könnte sein. Und, wie das Bild heißt, weiß ich nicht. Es gibt Farmer, so ein Farmer-Pärchen. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ja, also, puh. Cool. Finde ich sehr solide, macht einen schönen, wertigen Eindruck. Auch dass es nicht alles bloß schnöde, steril weiß ist, sondern dann doch mit dem Grau farblich gestaltet. Toolkit ist halt zwar basic, aber absolut in Ordnung. Steinchen, wie gesagt, das muss ich dann noch gucken. Auf jeden Fall sind es Harzsteine. Ja. Kann man machen. Und dann gucken wir einfach mal in das nächste Rennen mal. Zack, Banderole, das finde ich auch eigentlich ganz schön. Mit der Banderole. Auch wieder. Toolkit sollte ja, ist auch kein anderer Stift oder irgendwie. Ist alles das gleiche, gleiche Pinzette, schwarzer Griffi und hupsala, hier ist ein bisschen der Aufkleber verloren, das Schwarz. Schwarz ist ja meistens das Problemchen, Problemkind, aber das sieht ja auch ganz gut aus, ne? Ach, guck mal, ganz wenig Farben. Alles ganz normale Hartsteine, also keine jetzt Specialties oder irgendwie. Ich glaube, die haben, also ich wüsste jetzt jedenfalls nicht, dass sie irgendwie AB-Steinchen oder irgendwas haben. Und hier haben wir natürlich dann auch das Ganze in farbig. Druck ist auch wunderbar. Und hier, oh, das ist wirklich randscharf gedruckt, hä? Nee, doch, ein bisschen Überstand hat man. Aber ich finde nicht, ich mach's mit dem Nagel. Okay, klebt gut.
mag das immer nicht hochpatschen. Ja. Cool. Also ich finde halt erstaunlich, dass man bei so kleinen Sachen dann doch so eine gute Auflösung letzten Endes hinkriegt. Irgendwo hat zwar, oh, ist geil, hat zwar so den Style von den ersten, ach siehst du, durch die Kamera sieht man es jetzt besser, ne? Mit den Schädel und den Kerzen. Hätten der Grabstein, sind ein Grabstein? Oder eine größere Kerze? Nee, ist ein Abteil. So den Style von ganz alten Computerspielen. Oh, der Rabe, ja, der ist wunderschön, ne? Na, und wenn man sich überlegt, wie klein die sind. Warte mal, habe ich hier? Ich muss doch hier irgendwo. Ja. Na? Die sind jeweils nicht ganz 12, also fast 12 cm breit und 17 hoch. Also das ist jetzt nur die Leinwand, aber wenn man jetzt mal guckt, das Design selber ist 7,5 cm breit. Dafür finde ich es halt einfach erstaunlich, dass man das doch gut erkennen kann. Es hat halt so seinen eigenen Charme, ne? Und das hat mich halt gereizt. Das wollte ich unbedingt mal selber probieren, selber in den Händen halten. Und auch wunderschön. Finde ich auch wunderschön. Ich weiß, das ist zwar nicht jedermanns Geschmack, aber geht das Geschmack doch. Auch schön. Ja, so kleine Glitzerleinwände kannst du dann auch in kleine Rahmen dann geben. Das finde ich ganz cool. Ja. Und entweder für wenig Platz oder dass man halt wirklich so eine stylische, wie so eine Fotowand halt macht, wo man halt lauter kleine Rahmen so nebeneinander, untereinander dann hat. Könnte ich mir mit sowas schon gut vorstellen. Und ich meine, es gibt ja so viel verschiedene Designs. Ja, es war jetzt wirklich sehr schwer, sich hier was auszusuchen. Also ich denke, wenn mir das liegt, dann könnte man da nochmal, glaube ich, drüber nachdenken. Irgendwelche Rabattaktionen werden ja immer mal wieder kommen. So, jetzt haben wir die Museumsedition. Na, ebenso wieder Steinchen. Toolkit ist nach wie vor alles genau so. Und oha, du siehst, was ich vermisse. Mal gucken, ob es. Ah, aber es ist hier drin. Es ist hier drin. Der Aufkleberzettel. Ja, auch hier alles normale DMC-Nummern. So, das Mädchen mit dem Perlenohrring kennt jeder. The Wave. Die Mona Lisa. Es ist nicht. Es ist schon cool, ne? Klar, wenn man direkt nah dran ist, sieht es kurios aus, aber ne, von ferne. Ist schon geil. Der Schrei. Name vergessen. Die kennt auch jener. Ja. Klimt. Na, komm jetzt gerade nicht. Auch hier der Druck wieder. Ganz wunderbar. Also, ja, doch. Kann ich hier auch noch mal mit Nagel. Nur für dich. Also, der Kleber ist wirklich der zieht. Es sieht schon, ne? Sieht schon cool aus. Starry Nights. Ja. Wir müssen nochmal gucken.
gucken. Haben wir alle drin? Ach, hier, guck mal, hier steht es ja da. Ja, Starry Nights hatten wir gerade. Wie hieß das? The Son of Man. Okay. Da sind wir nicht drauf gekommen. Mega. Also. Ich bin begeistert. Erzähl mal, vielleicht hast du ja auch schon mal diese kleinen Scheißer hier gemacht. Würde mich interessieren. Und wenn ja, welche hast du gemacht? Oder würdest du sie machen? Ich bin mal gespannt. Es ist zwar jetzt zu spät. Mache ich jetzt noch irgendeins? Ich weiß es noch nicht. Lass dich überraschen. Wenn ja, hänge ich sie einfach mit an. So, vielleicht als Speedpainting. Oder vielleicht mache ich es morgen. Jetzt haben wir ja quasi kurz vor Weihnachten. Letzter Arbeitstag hier vor Weihnachten heute gewesen. Da könnte man ja vielleicht das Wochenende nutzen. Also, ich finde die halt wirklich süß. Also, ich bin begeistert. Ich finde die mega niedlich. Kann ich mir auch gut vorstellen, wenn man mal so was Kleines verschenken will. Das macht schon was her, ne? Also, du hast halt wirklich eine stabile Box. Und kann ich mir richtig gut vorstellen. Also, ich würde mich freuen über so ein Geschenk. Ne? Auch vielleicht, weiß ich nicht, für Anfänger, ob man gleich sich so was bestellt. Ich meine, für die Größe wär, oder die Größe ist natürlich ideal. Ich finde es toll. Sag mir gerne deine Meinung. Ich glaube, ich werde doch noch eins anfangen. Na, mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Also, wenn, dann geht es jetzt noch weiter. Ansonsten sage ich, bleib mir gesund, bleib mir fröhlich und wir sehen uns das nächste Mal. Somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you. You don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks of fire. So far, now I don't know you, you don't know me too. We
two.